Jo, was geht? Ich bin's wieder, euer Winnie, der NFS King. Kurze Erklärung, deshalb gab es lange Zeit keine Videos mehr. Aus dem Grund, ich wurde gebannt. Den Vorfall habe ich leider nicht auf Kamera. Heute wieder zu einer kleinen Runde ETS 2 im Multiplayer, natürlich wieder mit John Gaming. So, wir fahren jetzt mal kurz zu ihm. Und dann werdet ihr wieder so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie das Ganze hier so ein bisschen abläuft. Welchen Auftrag willst du denn jetzt machen? Ja, ist wahrscheinlich gerade im Dingensmenü drin. Das heißt, der wird mich jetzt zwar hören, aber nicht antworten können wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht genau, wie diese Folge wird. Wahrscheinlich eher ein bisschen langweilig. Schon relativ spät. Er kann auch nur bis um halb spielen, also bis um 7:30. Mein Video wird wahrscheinlich auch nur bis 7:30 gehen, also 30 Minuten. Diesmal etwas ein bisschen länger als nur 20. Ja. Ich könnte bis 21 Uhr spielen. Aber ich glaube, ich habe gar keine Lust, so viele Videos gerade mal rauszuhauen. Ja, der Vorfall mit dem Bann war eigentlich halt, dass ich wurde gebannt, weil John und ich gefahren sind und es gab einen netten Online-Spieler. Dieser nette Online-Spieler hat erst ihn ausgebremst, ihn beleidigt. Danach hat er dasselbe quasi mit mir gemacht. Daraufhin habe ich ihn zweimal ausgebremst. Daraufhin hatte er einen Schaden von über 70%. Und deshalb, ja, ist es halt so gekommen, dass er mich reportet hat. Ich habe ihn reportet. Mein Report wurde aber nicht ernst genommen oder was weiß ich. Jedenfalls hieß es dann, er hätte nichts Falsches gemacht und ja, ich aber schon, wieso auch immer. Ich wurde gebannt, John wurde nicht gebannt. Den Sinn verstehe, wer will, aber so ist es jedenfalls. Hast du dein Mikro angeschlossen, John Gaming? Ja, ich musste jetzt einen richtigen Namen sagen, sonst fühlen sich die anderen hier, Marsey und Seo, auch angesprochen. Ne? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, Mirko an wahrscheinlich, ne? Nein, Mikro. Fragezeichen, zack. Was braucht der immer so lange? Das verstehe ich nicht. Der ist aber halt normalerweise auch nicht der Schnellste, also nehmt es ihm nicht so übel. Jetzt versteht man ihn wieder nicht und hat einfach nichts gehört. Man versteht dich nicht. Ich weiß auch nicht, was er da gerade veranstaltet. Ich fahre normalerweise immer auf den Hof, mach dann eine 180 Grad Wende, dann rückwärts reinkloppen und dann rückwärts an den Hänger ran, ne? Fertig. Aus. Mehr ist das nicht bei mir. Aber er macht da immer so einen riesen Akt draus. Das ist, ja, ein bisschen komisch. So. Es geht nach Reims. Ist eigentlich eine schöne Stadt, so. Auch hier im Euro Truck Simulator 2. Und jetzt? Ja, jetzt versteht man dich, jetzt hört man dich. So. Wo war ich stehen geblieben? Ja, bei Reims. Also eine schöne Stadt. Auch im Simulator halt. Ich dachte, er will einen Auftrag holen. Hä? Wo ist jetzt dein Auftrag? Ja, hier wahrscheinlich. Hat man ihn wieder nicht gehört.
Ja, er und sein Mikro, das ist schon so ein Phänomen für sich. Das verstehe, wer will. Das ist total dämlich gemacht. Manchmal hört man ihn, manchmal nicht. Wieso das so ist, ich habe keine Ahnung. Er weiß es auch nicht. Auf jeden Fall verwendet er ein Lenovo ThinkPad Laptop. Ich weiß aber nicht, welches Modell genau. Also welche interne Modellkennzeichnung, davon habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht, was er da nimmt. Da müsst ihr ihn auf seinem Kanal vielleicht mal ansprechen. Er hat zwar ein Headset, aber das ist auch nicht so das Nonplusultra. Ja. Du musst dein Mikro mal lauter stellen, man versteht dich nur leise oder teilweise gar nicht. Das ist ja jetzt auch sehr klug von ihm. Er stellt sich hier jetzt mitten in den Weg, weil ab dem Dingens, ab dem Zebrastreifen endet nämlich die Besser? Kollisionszone. Ja, geht so. Lauter oder leiser? Ist ein bisschen lauter, muss aber noch lauter. Ich weiß jetzt nicht, wie man mich auf dem Video versteht. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt oder versteht mich gut. Besser? Ja, viel besser. Okay. Als ich dich vorhin angeschrieben habe, hast du da geschlafen oder was hast du gemacht? Nee, ich habe nur was geguckt. Ja, aber du brauchst doch keine Stunde lang oder 2 Stunden lang zum Essen. Weil wir wollten eigentlich schon um Naja. 18 Uhr anfangen. Und das Ganze hat aber nicht so wirklich geklappt bei ihm. Weil er meinte, er muss noch essen. Und um 5:30 hat er angefangen zu essen. Hat er mir geschrieben. Ja. Das ist das so, was ich dazu sagen kann. Manchmal denke ich auch so ein bisschen, er ist ein bisschen mehr Schugge, aber das hat jeder mal, ne? Kann ja mal passieren, ist ja nicht schlimm. Zu welcher Firma fährst du denn jetzt? Nach Carrefour. Ah, der Boy, der schneidet natürlich wieder richtig krasser deutschlandmäßig die Kurven. Ja, gut. Das war jetzt nicht so das Nonplusultra, oder? Nee, nicht so. Mit 23 km/h hier raufzuckeln. Jo, läuft bei ihm. Und hinter uns kommt wieder ein ganz schneller Boy. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Er ist ein bisschen schneller als du. Du aber auch. Ich habe aber auch ein anderes Getriebe drin als du, oder? Oder hast du das schon umgestellt? Ich hab's 12er drin. Und dann lassen wir den grünen Volvo FH16. Alter. Achso, ich. Na gut. Ich dachte gerade, er wird mir rüberfahren. Welches hast du? Ich habe 12-Gang Retarder drin. Oh. Was war da denn los? Ich weiß auch nicht. Bin, glaube ich, in den Druck gefahren. Hi guys. Hi. Hi. Wer ist der Typ oder überhaupt? Da müssen wir jetzt mal gucken. Wie hieß der überhaupt? Martin Lewis? Ich kann nur 90 fahren. Wieso kannst du nur 90 fahren? Entweder weil ich 29% Schaden habe oder ich habe irgendwas falsch eingestellt. Dann liegt's an den 29% Schaden. Da vorne aber auch so, wo ich noch nicht mit dir gezockt hatte, weil
Da konnte ich auch nur immer nur 90 fahren. Egal welches Rad. Das ist aber komisch. Also irgendwas verändert? Nee, eigentlich gar nicht. Ja, das war wieder eine Meisterleistung von Zwerf. Zwer. Was ist denn das? Was tust du hier? Das war ja mal ein krasser Unfall, Kollege. Ist hier vorne gegen die Ecke gefahren. See you, boys. See you. See you. See you later. Mm. Yeah, yeah. Have a nice day. Ja. Ich bin gerade so blöd gewesen. Schalt den Blinker an, während ich hochfahre. Alles klar. Wir schleichen hier hoch, oder? Ja, dafür ist Zwerg verantwortlich, der ist nicht der schnellste. Nee. Kann man bei seinem LKW ja auch nicht wirklich erwarten. Ja. Für Leute, die es nicht wissen, er fährt ein DAF. Ja, genau, ein XF 500, 105. 501, ja. Bin ich dumm. Was ein Noob. Kann jedem mal passieren. Na gut, mir ist es noch nicht passiert. Ich glaube, ihm auch nicht. Ist dir das schon mal passiert, John? Dass du gegen die Auffahrtleitplanke gefahren bist? Ja, schon öfters mal. Ja, naja. Du bist aber auch noch nicht so der Nonplusultra-Fahrer. Also, ne? Aber ich glaube... Nee. Ich glaube, er hat trotzdem ein bisschen weniger Skills als du. Ja, bestimmt auch weniger Spielzeit. Ich glaube, ich mache morgen wieder ein Video. Ja, kannst du ja machen. Können wir ja zusammen dann bei mir machen. Denn für alle, die es noch nicht wussten, ich und er kommt morgen zu mir und dann heißt es Videotime bei mir, denke ich mal. Ja. Auf jeden Fall werden wir eine Folge rausbringen. Ja. Ja. Und sonst so wollen wir halt noch ein bisschen Zeit privat auch verbringen. Gerade ein bisschen komisch, weil ich geht euch nicht schneller hier bei mir. Ist gerade ein bisschen komisch, weil ich spreche halt auch mit mir jetzt, ohne dass ich X drücke und dann dass ich gar nicht mit ihm kommuniziere quasi richtig, und deshalb fühlt sich das ein bisschen komisch an. Deshalb muss ich ein bisschen umdenken, wenn ich dann mit ihm sprechen will oder dann was für euch sagen will. Also, wobei ihr kriegt es auch mit, als was es eigentlich Wumpe. Könnte ich auch mit X dann machen, aber dann findet er es wahrscheinlich komisch, dass er mit R angeredet wird oder so. Ja, was da los, ne? Da fragt man sich, woran hat's gelegen? Ja. Mutterfehlfunktion hat der Typ. Ist das schlimm? Hast du noch mehr Schaden dazu gekriegt oder alles im grünen Bereich noch? Na, 30% Schaden. 6% Kraftschaden. 6% ist aber nicht so toll. Ja, man hört, glaube ich, sein Headset ist ein bisschen am Abspacken. Ist halt nicht das Nonplusultra-Ding, ne? Was hast du getan? Ich habe das gerade im Rückspiegel gesehen. Ich weiß auch nicht, ich war in der Kurve, konnte nicht mehr weiterlenken. Er hat zwar schon noch weiter gelenkt, nur so weit konnte ich nicht mehr einlenken, dass ich noch weiter auf die Spur konnte. Und habe natürlich auch also habe ich nicht mehr gebremst, ich habe immer weiter Gas gegeben. Okay, ich hatte das vorhin. Ich verwende ja so meine Standard-Tastatur. Da habe ich auf links lenken gedrückt und dann ist dieser Gummidingens, also der Gummi, wie nennt man das,
Gummihülse, die unter der Taste sich befindet. Die hat sich dann anscheinend verkantet und dann hat er durchgängig links gelenkt, aber die Taste war oben und ich wusste nicht, wo daran das Problem war. Dann, wenn ich nach rechts lenken wollte, hat das gar nicht funktioniert. Das Lenkrad hat sich dann richtig in einem kleinen Winkel bewegt nur und ist dann sofort wieder zurückgeschnellt nach links rüber. Und dann habe ich nochmal auf links gedrückt und dann ist dieser Gummiknüppel aber wieder hochgeploppt anscheinend. Okay. Gleichfalls Prodax. Oh, das war ein Fail. Ja. Warte, habe ich gerade bei Prodax. Moin moin, gute Fahrt. Moin moin, gleichfalls. Jo. Verdammt, jetzt habe ich vergessen, zu welcher Firma der Kachbar will. Der coole Dude. Soll ich mal auf dem war? Soll ich mal auf dich warten? Du kommst ja gar nicht mit deiner Gurke. Ich weiß gerade auch nicht, wieso es bei mir geleckt hat. Ach doch, jetzt weiß ich wieder, nach KFOR muss er hin. Anker werfen, Blinker setzen, Gas geben. So einfach ist das. Hier wird sich jetzt erstmal die Garage gegönnt. Weil eigentlich ist das ein ganz neuer Ort, ne? Kann man so sagen. Genauso wie Trelleborg, da gibt so eine richtig heftige Ecktankstelle. Ich weiß nicht wieso, aber ich feiere die aufs Übelste und mag die ultra gern. Ja, das war like a genius. Natürlich, was mache ich denn hier? Ich bin total Banane gerade im Kopf. Ja, komm, zeig die Karte, du Penner. So. Wo bleibst du denn? Wir wollen doch nach KFOR hin. Ja, ich muss eine Reparatur von 71% schaffen. Was hast du jetzt noch gemacht, dass du 71% Schaden hast? Ich habe ein etwas größeres Schild mitgenommen, deswegen hatte ich dann 71% Schaden. Ach so, like a genius also. Ja, hast du den echten LKW-Fahrern doch auch immer. So echte LKW-Fahrer wie ihr, wie er. Spaß. Er fährt eigentlich relativ passiv und nicht sehr aggressiv. Wobei teilweise fasst man sich an den Kopf und fragt sich, wieso tust du das? Wo geht's denn als nächstes hin? Weißt du das schon? Bordsteinränder sind hier in Eurotruck auch ziemlich gefährlich. Weil also ich muss gleich ausmachen. Ich hab noch was vor. Ich dachte, du kannst bis halb. Ja, und jetzt ist es 20.30 Uhr. Gehen nicht noch 10 Minuten? Ja, also es kommt gleich. Okay. Ja, sonst mache ich hier Schluss und wir sehen uns das nächste Mal, also morgen. Ja. Alles klar, Leute. Vielen Dank, dass ihr, also Ehrenmänner an die, die das bis jetzt zum Ende geschaut haben. Danke dafür. Wir sehen uns morgen, für die Leute, die wieder einschalten möchten.
damit beende ich dieses Video. Und ciao.